Ja, meine Damen und Herren, von der Presse begrüßen wir eine Person, schön, dass Sie da sind, und ansonsten politische Entscheidungsträger und ein Teil eben auch von Pro Kronsberg. Wir haben heute in erster Linie das Konzept, Wohn- und Gewerbepark Pro Kronsberg vorzustellen. All diejenigen, die in der Veranstaltung am 13. Februar da gewesen sind, haben dort schon mal gehört, dass wir gesagt haben, man kann ja schon im Rahmen der bestehenden B-Pläne das Areal nutzen. Und wir haben uns darüber schon mal Gedanken gemacht. Und damit das nicht nur so ein gesagtes Wort ist, haben wir das nochmal konkretisiert. Einmal in Richtung zu Frau Stittgen und einmal in Richtung zu Herrn Rödel und Herrn Quast. Sie hatten das Konzept am 13. Februar mitgenommen und aus Ihrer Fraktion Herr Klee, der für heute nicht kann. Das ist jetzt eine überarbeitete Version. Und vorstellen tut uns das Gerd-Bell-Häuser. Ich mache weiter. Ja, ebenfalls nochmal guten Abend. Antje hat ja schon eben gerade genau gesagt, worüber wir heute reden, über die Konzeptentwicklung für einen Wohn- und Gewerbepark. Wir haben nämlich den Vorteil, dass wir innerhalb der BI und mit befreundeten Personen ein wahnsinniges Netzwerk haben, die gerade in diesem Bereich tätig sind beruflich. Und von daher können wir hier auch eine Präsentation abliefern, die wirklich professionellen Gegebenheiten standhält und nicht irgendwelche Hobbysachen sind. Das noch mal ganz kurz vorneweg. So, was haben wir hier für eine Situation? Wir haben erstmal die Lage. Wir haben eine sehr, sehr gute Lage im Innenstadtbereich, wenn man jetzt den globalen Regionen sieht. Wir haben das Parkgelände im östlichen Messegelände gelegen, in der unmittelbaren Nähe des Messeschnellwegs. Das war ja bekannt, das war ja auch ein Grund. So, wir haben direkt einen Zugang zum Autobahnbereich A2 und A7. Im kompletten Einzugsbereich haben wir zwei Städte, einmal Hannover und einmal Hildesheim. In der direkten Nähe dieses Wohn- und Gewerbeparks wohnen alleine schon mal 7000 Personen, die ebenfalls potenzielle Kunden sein können für Gewerbebetriebe, die sich in diesem Wohn- und Gewerbepark ansiedeln können. Wir haben auch für die Mitarbeiter eine sehr, sehr gute öffentliche Anbindung, das ist ja im Prinzip noch auch schon bekannt, nur noch mal aufgeführt die Linie 6, die Linie 8, die Buslinie 340 als Messebetreiber. So, dann das Umfeld. Wir haben im Gegensatz zu anderen Gewerbegebieten ein wahnsinnig hervorragendes Umfeld. Wir haben ein Naherholungsgebiet im Bereich dieses Wohn- und Gewerbeparks. Die auch im Bezug auf Wohnen, was ja in diesem Park als gemeinsame Geschichte ja auch mit angedacht ist, sind entsprechende Freizeitmöglichkeiten da. Es gibt auch entsprechende Mitarbeiter in gewissen Bereichen, die auch nach der Arbeit, vor der Arbeit solche Flächen nutzen. Der Park Agricola ist ja als Landschaftsprojekt der Expo ausgezeichnet mit über 200.000 Quadratmeter, sodass man also auch sehr, sehr gute Arbeitsumfelde zur Verfügung hat. So, jetzt nochmal die Besonderheit zu dem Park selber, zu den Gebäudeeinheiten. Es ist also nicht von der Planung her ein einheitlicher Raster geplant, sondern es ist geplant, eine flexible Gebäudeeinheiten, sodass also diverse Gewerbemöglichkeiten dort untergebracht werden können. Wir haben es hier einfach mal genannt, egal ob man etwas vertreibt, ausstellt, Dienstleistungen erbringt, produziert, viele Lagerkapazitäten benötigt oder lediglich ein Ladengeschäft einrichten will. Die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig, auch in Verbindung mit komfortablen Wohnen. Direkt miteinander verbunden oder räumlich getrennt, ganz nach individuellen Anforderungen. Das ist auch wieder die Besonderheit, die man für dieses Gebiet speziell machen kann, dadurch, dass wir halt drei Gebietsarten haben. Wir haben ein Mischgebiet, danke. Wir haben ein Mischkerngebiet und wir haben auch ein Gewerbegebiet. Das heißt also auch ein produzierendes Gewerbe, zum Beispiel wie jemand, der hochwertige Möbel herstellt. Er hat einerseits die Möglichkeit, eine Produktion aufzubauen.
kann aber gleichzeitig in einem etwas anderen Bereich eine sehr, sehr hochwertige Ausstellung präsentieren und hat dementsprechend auch Laufkundschaft. In dem normalen Produktionsbereich kommt keine Laufkundschaft hin. In dem Intensiv- und Mischkleingebiet aber schon. Dementsprechend nochmal zusammengefasst die Vorzüge, also Grund- und Gewerbe mit entsprechendem Entwicklungspotenzial. Wir können mischen, Wohn-, Büro-, Werkstatt- und sonstige Gewerbegebäude. Wir haben den Vorteil direkt an der B6-Messe-Schnellweg, Anschluss an die öffentlichen Nahverkehre. Die Gewerbefläche ist direkt vis-à-vis des Messegeländes Hannover. Entschuldigung, das sollte so nicht sein. Das ist hier auch so ein Ding. Jo. Gewerbefläche direkt vis-à-vis des Messegeländes. Es ist Ihnen ja wahrscheinlich bekannt, dass das Messegelände, speziell der Messestandort Hannover, ein sehr, sehr wichtiger Zweig für Hannover ist. Von der Messegesellschaft, von den entsprechenden Aktivitäten auf dem Messegelände hängen, wenn man es genau betrachtet, mehrere zigtausend Arbeitsplätze in der Region und auch weiter rundherum definitiv ab. Es ist ja nicht nur die Mitarbeiter, die knappen 700 Mitarbeiter, die direkt auf dem Messegelände arbeiten, sondern es hängt auch die Gastronomie davon ab, es hängen die Dienstleister davon ab, die Leistungen erbringen für die Aussteller, und sei es nur eine Wäscherei zum Beispiel. Und da gibt es ja viele, viele Punkte, sodass ich sagen würde, da hängen zwischen 10.000 und 50.000 Arbeitsplätze indirekt minimal von ab. Von der Messe. Und von daher bin ich auch der Meinung, dass die Messe dementsprechend gestärkt werden muss. Und zusätzlich von der Planung her einen sehr, sehr hochwertigen ökologischen Standard, denn der Park und das Expo-Projekt Kurzberg ist ja als vorbildliches Projekt damals zur Expo entstanden. Die entsprechenden ökologischen Standards gelten heutzutage im Prinzip noch immer noch. Sie müssten ein bisschen fortentwickelt werden. Aber wenn man sich diese Bewegung Transition Town anschaut, die jetzt ja auch gerade in dem Rathaus nochmal präsent war, die Grundzüge davon und die Entwicklung sind deckungsgleich. Ups. Ja, lasst euch mal da. So, nochmal nämlich ganz kurz nochmal diese ganze Sache, dieses Besonderheit dieses Wohn- und Gewerbegebietes gegenüber anderen Gewerbegebieten, zum Beispiel am Südbahnhof oder in Heinholz oder ähnliches. Wir haben hier halt die Möglichkeit, in diesem MK-Bereich, Mischkerngebiet, MI-Gebiet, hier rüber und hier nochmal mit dem Gewerbegebiet, unterschiedliche Gewerbe anzusiedeln, die aber ohne weiteres kombinieren können, das was ich schon meinte. Hier in dem Bereich kann ohne weiteres die Produktion sein, also von einem hochwertigen Tischlereibetrieb, der Ausstattung fertigt. Tischlereibetrieb heißt ja nicht nur klassisch, sondern auch teilweise hochwertige Sachen. Ich kenne zum Beispiel einen Tischlereibetrieb, der tut Ausstattungen für Yachten produzieren. Ist im Inland beheimatet, nicht oben an der Küste, produziert aber aufgrund seiner hohen Qualifikation diese Ausstattung, präsentiert die dementsprechend auch in der Ausstellung, nicht nur für Yachten, auch für Wohnungen etc. Dies müsste dann weiter hier in diesem Bereich sein, die Ausstellung. Somit wäre beides räumlich zusammen und er hätte dementsprechende Vorteile gegenüber reinen Gewerbegebieten, wo eine Ausstellung nicht so richtig Sinn macht. Ja, nochmal die vorgesehenen Gebäude und Ausstattungen, das was ich eben gerade schon mal angeführt hatte, der hohe ökologische Standard, dass man das Projekt Siedlung Kronsberg fortführt in dem Fall und die gleichen Maßstäbe dort für vorgibt. Die Gebäude erstrecken sich bis einer maximalen Höhe von 4 Etagen. Es sollen ausreichend Parkmöglichkeiten da sein. Die Aufteilung und die Innenausstattung würde in Abstimmung mit den Nutzern passieren. Im Erdgeschoss sind überwiegend großzügige Deckenhöhen geplant.
damit also dementsprechend auch Läden eingerichtet werden können für die entsprechende Nachversorgung bzw. für die Ausstellung, Präsentation, Empfang etc. Die in den einzelnen Gewerbeeinheiten wäre dementsprechend eine kleine Fächerküche vorgesehen. Es sind separate Sanitäreinheiten vorgesehen. Es werden ausreichende Aufzüge für Personen und Lasten dementsprechend vorgesehen. Die Hochwertigkeit sieht man auch in dem Bereich der Sonnenschutzverglasung vorgesehen sind. Wertige Klinker- und Putzfassaden, sodass man auch ein durchgehendes Bild realisieren kann, so wie man es praktisch oben am Kronsberg jetzt ja schon gemacht hat. Dementsprechend auch ausreichende Archiv- und Kellerflächen, damit die Wirtschaftlichkeit solcher Objekte auch gegeben sind, weil es macht keinen Sinn, eine Büroetage als Lager zu benutzen für Akten. Da macht es dann Sinn, dass man ausreichende Archiv- und Kellerflächen hat aus wirtschaftlichen Gründen. Es sind auch vorgeplante Geschossverbindungen vorgesehen, sodass also die bei Wunsch des Mieters plötzlich eine zweite Etage hinzuzunehmen, dass man innerhalb dieser Objekte zusätzliche Verbindungen schaffen kann, sodass der Mieter zum Beispiel nur mit einer Etage anfängt, hat plötzlich einen Bedarf, weil er größer wird, dann muss er nicht umziehen in ein anderes Objekt, sondern wenn es passt, kann er auch die drüber oder drunter liegende Etage mitnutzen dementsprechend. Genauso gut vertikale bzw. horizontale Verbindungsstrukturen. Das sind alles Felder, damit diese Objekte so individuell und so kombinationsmöglich wie irgendwie möglich gemacht werden können, damit man so wenig Leerstände wie möglich realisiert. Denn das Ganze ist ja immer eine Frage der wirtschaftlichen Betrachtung und der wirtschaftlichen Realisation. Es bringt ja keinem was, wenn dementsprechend massive Leerstände da sind. Das ist auch der Vorteil gegenüber einer Ansiedlung zum Beispiel von nur einem einzigen Gewerbetreibenden. Wenn dieser eine Gewerbetreibende anfängt zu husten, dann hat dieses gesamte Bereich schon Schnupfen. Wenn in diesem Bereich einer anfängt zu husten von Hunderten, dann sind in Hunderten Gewerbetreibenden, da passiert noch nicht viel. Und die tun sich gegen Leute. Ja. Hauptsache, sie stecken sich nicht an. Ja, genau so ist es. Und wir haben das mal als Hinweis nebenbei, ein Teil größere Firmen wie Conti oder ähnliches. Wir haben gemerkt, was die für Arbeitsplatzabbauten getätigt haben in der letzten Zeit und was Hannover dafür für Probleme gekriegt hat. Oder wenn das VW-Werk plötzlich Kurzarbeit anmelden muss, im großen Stile. Wenn zwei Betriebe in dem Bereich Kurzarbeit anmelden, merkt das keiner groß. Dann nochmal zu den Außenanlagen. Die sollen dementsprechend auch eine großzügige Aufteilung erhalten. Die in der Mitte relativ zentral ist an sich geplant, auch eine Wasserfläche anzumachen, sodass man dementsprechend ein ökologisches Regenwassermanagement betreiben kann. Man muss das nicht unbedingt alles ins Erdboden, in den Erdboden versetzen, sondern man kann diese Flächen auch gleichzeitig zur Erholung, zur vernünftigen Mittagspause, zum Relaxen nutzen. Der gesamte Gewerbepark soll einen individuellen Charakter kriegen und ein übergeordnetes Konzept erhalten. Nicht so, wie es normalerweise im Gewerbegebiet ist. Da sind irgendwo 2000 Quadratmeter verkauft, der nächste macht da 5000 Quadratmeter und jeder macht seine eigene Bettel. Sondern dass es wirklich eine gelungene, geschlossene Konzeption ist. So wie es im Endeffekt ja auch im Kronsberg oben angedacht bzw. durchgeführt wurde. Auf den ökologischen Gedanken, auch in Zukunft speziell aufgesetzt, das Thema mit den E-Tankstellen für Elektrofahrzeuge am zentralen Punkt. Auch noch in die Richtung, dass es keine tote Stadt werden soll, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants direkt auf dem Gelände, sodass also auch noch eine Verweildauer nach der Arbeit auf dem Gelände stattfinden kann. Und eine gewisse Attraktivität des Geländes auch ist. Denn wie gesagt, wir haben 7000 Personen im Bereich des Kronsbergs. Es gibt dementsprechend Untersuchungen auch, dass halt aufgrund dieser fehlenden Versorgung teilweise die Kaufkraft in den Landkreis abwandert, was sicherlich auch nicht im Sinne der Stadt ist.
Wir haben hier einmal mögliche Nutzer aufgeführt. Das sind einfach nur mal Ideen. Es gibt keinen Bereich der Vollständigkeit. Sie sehen aber auf jeden Fall, wenn Sie sich das durchlesen, würde ich es ersparen, das alles vorzulesen, dass es wirklich eine quere Bandbreite ist. Diverse Arten von Gewerbebetrieben. Und man sieht auch schon dort, dass über diese vielen Gewerbebetriebe mit unterschiedlicher Art sehr, sehr viele Arbeitsplätze geschaffen werden können. Ich habe also nur im Hinterkopf einen Park, den ich selber kenne, der hat 110.000 Quadratmeter. Dort sind über 100 Firmen ansässig und man hat die genaue Arbeitsplätzenanzahl nicht, aber ich vermute zwischen 1.200 und 1.600 Arbeitsplätze in dem Bereich. Wo? Im Norden ist der ansässig, der Park. Mhm. Lass uns einfach mal so machen. Wir haben mal zur gedanklichen Vorstellung einfach mal diese Riesenfläche aufgeteilt. Hat keinen Hinweis auf Vollständigkeit oder ähnliches. Nur, dass man dort auf jeden Fall auch was anderes machen kann, als hier nur quer eine Riesenhalle drauf zu bauen, hier dementsprechend eine Umfahrung für die LKWs zu bauen und hier eine Lärmschutzwand von 8 Metern Höhe hinzusetzen und sämtliche Verkehr drumherum führen zu lassen. Nur eine ganz kurze Anmerkung dazu. Die farbliche Schattierung, das ist ein Beispiel, ein reines optisches Beispiel. Die farbliche Schattierung orientiert sich an dem jetzt noch bestehenden B-Plan. Das heißt, das Kerngebiet ist lila, das Mischgebiet rot und das reine Gewerbegebiet unten links im Rahmen des bestehenden B-Plans. Und es sind auch nur grobe Häuser gezeichnet, relativ groß. Wir haben jetzt eine Alternative, gut, ist leider nicht auf Folie, aber hier sieht man dementsprechend auch, dass die Häuser normalerweise auch etwas kleiner sind. Also bitte nicht daran festhalten, sondern nur die prinzipielle Darstellung. Und man sieht auch sehr schön, man kann die vorhandenen Fähr- und Entsorgungsleitungen nutzen und der Baumbestand bleibt unangetastet. Genau. Das heißt, die Stichstraße, die parallel zur Emmy Noether läuft, wird für das Gebiet genauso genutzt wie die Cousteau-Straße. Die Stockholmer etc. Genau. Und was auch noch ist, die zentralen Durchfahrten, die bei dem Alternativplan mit den Lagerhallen hier, mit der Brüsseler hier komplett durchgeht, entfällt hier auch. Das heißt auch, hier hinten weiter unten, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, versucht die Stadt ja im Moment auch die ganze Zeit schon Gewerbegelände im Rahmen der Brüsseler Straße zu verkaufen. Die liegen in der zweiten Lage. Die sind seit zig Jahren noch nicht verkauft. Mit dem Konzept sind sie eher verkäuflich, als wenn man da eine Riesenhalle hinbaut und da genau die LKWs langfahren. Und noch ein Vorteil, was wir auch mit bedenken sollten immer, hier dieser hintere Bereich, wenn Sie den F-Plan noch im Hinterkopf haben, dieser Bereich ist ja vorgesehen als weitere Bebauung und Erweiterung der Wohnbebauung. Wenn wir hier eine Riesenhalle draufschreiben, wage ich zu bezweifeln, dass jemand hier noch richtig gerne hinziehen möchte. Bei einer kleinteiligen Bebauung sicherlich eher. Also da sollte man nur im Hinterkopf behalten, das ist wirklich ein Filetstück in Hannover. Gerade diese Flächen, die man auf der einen Seite sehr, sehr gut vermarkten könnte. Das geht nachher nicht mehr, wenn diese riesen Logistikhalle da ist. Und man ist sehr, sehr dicht dann an diesem Naturschutzgelände, eben dem begrünten Kronsbergpark oder Kronsbergkamm. Nochmal, das ist ein absolutes Filetstück, dessen Vermarktung man sich mit dem Bau einer Riesenhalle einfach vergeben würde. Und dann ergänzen wir das optische Beispiel noch mit Photovoltaik und Gründächern und passen es entsprechend dem an, was sei es jetzt bei dem Industriebau der Finanzinformatik berücksichtigt wurde oder aber sich oben in der ökologischen Siedlung Kunstberg befindet. Das wollte ich jetzt ganz kurz, wenn wir nämlich gerade mal die Umrandung weiter betrachten. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen weiter ausholen. Hier sind entsprechend ja noch Parkplätze für die Messe. Vorhin hatte ich ja ausgeführt, Achtung, die Messe ist ein sehr großer Nerv von Hannover. Hier sind Parkflächen, beziehungsweise auch diese sind Parkflächen, die werden bei der Maßnahme A und Maßnahme R benötigt. Also nach meinem Kenntnisstand haben hier bei der letzten Maßnahme R so knapp 15.000 Fahrzeuge drauf gestanden. Die Flächen waren voll. So. Die Flächen waren voll. Ja, die waren, also definitiv. Müssen auch von der Messe. Die Flächen waren voll. Ja, sind auch speziell bei der Maßnahme A.
Die Frage ist, wo fahren zum Beispiel die Fahrzeuge hin, wenn die hier ja über die Maßnahme A kommen, wenn diese Fläche nicht mehr zur Verfügung steht? Ja, ja, das ist das Gleiche nochmal nur in den B-Plan dementsprechend eingetragen, sage ich mal. Ja, aber man genau. So, nochmal ein Fazit zu dem Wohn- und Gewerbepark. Wir haben eine absolut verkehrsgünstige Lage. Wir haben eine sehr, sehr gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Wir haben größere Flexibilität der Objekte, die individuell auch die einzelnen Mieter zugestalten wird, aber trotzdem immer noch den Anspruch haben, dass man sie mehrfach nutzen kann und immer eine Nachnutzungsmöglichkeit hat. Es sind ausreichend Parkplätze für Anbieter, Lieferanten, Güterverkehr und Besucher vorgesehen. Man findet in diesem Gewerbepark optimale Arbeitsbedingungen. Dadurch können dann auch attraktive und zukunftsorientierte Arbeitsplätze geschaffen werden. Durch diesen speziellen Branchenmix gibt es natürlich entsprechende Synergieeffekte und dadurch neue Kooperationen und Know-how-Transfer. Speziell in dem Park sind auch gewisse Serviceleistungen vorgesehen, die von allen direkt vor Ort genutzt werden können. Sei es Gerätenutzung von Geräten, die man nur alle Jubeljahre mal braucht. Ein ganz einfaches Beispiel, ein Hubwagen zum Beispiel. Wenn man ein großes Paket angeliefert kriegt als Gewerbetreibender und hat normalerweise im Bürobereich, ja, wie trägt man die Sachen in sein Büro rein? Sowas als Service-Dienstleistung dementsprechend. Die durchgängige Gestaltung ist nochmal hervorzuheben. Und durch die gesamte Konzeption halt die nachhaltige Standortsicherheit auch und die Standortqualität dieses Parks. Modernste Kommunikationsverbindungen verstehen sich von selber. Also, der ideale Standort für eine wertige und nachhaltige Investition in die Zukunft. Wenn man diesen Park macht, anstelle einer Halle. Anmerkungen, Fragen. Sie müssen jetzt natürlich davon letztendlich die Verwaltung überzeugen. Das ist ja das A und O. Nee, dann erzählen Sie mal. Ja, weil das relativ einfach ist, weil die Verwaltung das nicht entscheidet. Das entscheiden allein Sie als Politiker, ob dieser jetzige Flächen- und Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, ob der umgewidmet wird, ob es da in Zukunft erlaubt sein soll, solche Riesenhallen hinzubauen, ob das nun ein Logistiker ist, ob das ein Distributionsgebäude ist oder ob das nur eine Gewerbefläche ist. Aber erstmal soll das jetzt ja umgewidmet werden. Und um diese Unwidmung, das macht nicht die Verwaltung. Das macht der Rat. Das macht der Rat. Und genau darum geht es ja erstmal. So haben wir das heute auch gelegt, diesen Termin. Bevor das Ganze jetzt in die Bezirksräte geht, bevor Sie in den Bezirksräten darüber letztendlich entscheiden, Ihr Votum abgeben, auch nochmal die Gutachter so weit wie möglich hören, ist eben unser Anliegen, Ihnen zu zeigen, dass die Möglichkeit, einfach in dem bestehenden B-Plan sowas umzusetzen, gerade im Hinblick eben auf diesen ökologischen Stadtteil Kronsberg, das ist das, was wir, denke ich mir, hiermit doch sehr gut dargestellt haben, in Verbindung der Umgebung das Ganze so umzusetzen, mit dem jetzigen B-Plan. Das heißt also, wenn erstmal die Möglichkeit geschaffen ist, dass was anderes hier hinkommt, dann ist einfach, wird dieses Konzept kleingliedrige Bebauung, sowohl Gewerbe wie auch Wohnen, ist damit vom Tisch. Und das Ziel, unser Ziel ist es eben, genau diesen B-Plan umzusetzen, möglichst zu verhindern, können wir natürlich nicht verhindern, das können nur Sie als Politiker verhindern, dass dieser B-Plan umgewidmet wird. Also ich finde das Konzept ganz sympathisch, also man kann sich das so sehr gut vorstellen und es wirkt unheimlich ansprechend auch. Was ich mich so frage, ist dann natürlich, fragen Sie sich wahrscheinlich auch, oder vielleicht haben Sie sich darum schon gekümmert, inwieweit es denn nun dann tatsächlich Investoren geben könnte, die da auch wirklich ein Interesse daran hätten, denn damit fällt und steht das Ganze ja. Ne? Man müsste die Menschen finden, die das auch toll finden. Ja, kann ich ganz konkret was zu sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir zwar, also wie gesagt, das hatte ich zu Anfang gesagt, wir haben im Moment ein super Netzwerk, durch Zufall, warum auch immer, kann ich nicht sagen, aber es ist wirklich so, vor einem Jahr war es noch nicht der Fall. Wir haben im Moment ein super Netzwerk in der Richtung, auch Kontakt zu Investoren.
Nur zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht zu den Investoren gehen, beziehungsweise wir haben teilweise schon vorgeführt. Dann hieß es aber, okay, wenn die Politik sagt, ja, entwickelt das weiter, dann können wir dementsprechend auch Kontakt weiter zu den Investoren aufnehmen. Wir können mögliche Nutzer dementsprechend regenerieren. Das hatten wir im Vorfeld jetzt auch schon angedacht. Es gibt also ab morgen oder übermorgen, das müssen wir jetzt gucken, wie wir es schaffen, unter Park Kronsberg eine Website, wo es einen Fragebogen auch gibt, wo mögliche Nutzer, Interessenten sich registrieren lassen können, dementsprechend mal ihre Bedürfnisse und Wünsche dementsprechend niederlegen, sodass wir das von der BI schon mal sammeln können. Und so wie ich die Erstreaktionen, wie wir diese Erstreaktion hatten, sehen wir das schon als sehr, sehr realistische Chance, sowas zu realisieren. Das auf jeden Fall. Nur wir können Ihnen jetzt keinen Nutzer präsentieren, weil das zum jetzigen Zeitpunkt... Ich würde das aber trotzdem ganz gerne in einem Punkt konkretisieren. Einmal ist es so, dass wir die Mitteilung der Stadtverwaltung haben, dass es Interessenten auf die Fläche gegeben hat, auf kleinere Elemente. Logisch, so wie wir es dargestellt haben, sieht es eine kleinteilige Bebauung vor. Das sind Flächen zwischen 1, 2, 3, 4.000 Quadratmeter. Und die Nutzer wurden auf andere Flächen im Stadtgebiet verwiesen. So habe ich Herrn Mönninghoff verstanden. Das heißt, es gab Interessenten. Das ist auch der Grund, warum wir wussten, dass die nicht vorhanden gewesen seien, wie es zunächst geheißen habe, sondern dass wir herausbekommen haben, es gab Interessenten, aber sie sind auf andere Flächen verwiesen worden. Also gibt es bei der Stadtverwaltung in welcher Form ja schon Informationen über Menschen, die Interesse hatten, an dem dortigen Standort zu investieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir es aus der Gruppe heraus wissen, aber eben zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht namhaft machen können. Aber es gibt auch innerhalb der Gruppe Menschen oder Interessenten, die gesagt haben, an unsere Gruppe herangetreten sind, wenn das kommt, dann haben wir daran Interesse. Drittens weiß ich auch von Außenstehenden, die gesagt haben, Hannover ist nicht ganz einfach, was die Wohn- oder auch die gewerbliche Entwicklung angeht, wenn man um kleinere Flächen, für kleinere Flächen Interesse hat. Weil gerne versucht wird, größere Flächen an einen Investor herauszugeben. Darum ist unser Konzept auch eben ein Investorenmodell, ein Konzept, um dann wiederum daraus kleinflächig die Bebauung zu ermöglichen. Und das vierte Interessante ist, dass wir im Anschluss an die Veranstaltung vom 13. Februar eine Anfrage eines internationalen Hotelkonzerns hatten. Die haben sich damit auch auseinandergesetzt. Es ist so, dass sie nicht als Investor in Frage kommen, das haben sie uns schon zurückgespiegelt, aber zurzeit prüfen, in welcher Form ein Franchisement möglich sei. Das heißt, wir sind schon sehr zuversichtlich, wenn es bei den jetzigen Flächen, also dem jetzigen Bebauungs- und dem jetzigen Flächenplan, Flächennutzungsplan bleibt, dass diese Fläche über so ein Investorenmodell füllbar wäre. Wenn man es denn offensiv vermarkten würde. Und nicht systematisch abweisen würde. Und ich denke, es ist auch klar, dass das Know-how, was wir zurzeit in die Entwicklung, weil wir uns gefragt haben, man kann es ja schon nutzen, das hat ja Stadtbaurat Bodemann auch gesagt, es ist ja schon ein Angebotsplan, der rechtsverbindlich steht und das Know-how stellen wir auch gern weiter zur Verfügung. Dr. Linde. Ich habe zunächst mal eine Frage. Die Veranstaltung ist eigentlich eine Pressekonferenz, wo Sie jetzt die Presse informieren. Sollen wir als Politiker jetzt mitdiskutieren, gegebenenfalls auch kontrovers, weil ich nicht möchte, Sie eine Plattform wegnehmen, jetzt nach dem Motto jetzt. Ja, also es ist eine Veranstaltung, die zunächst an die Presse richtet, zunächst habe ich nicht mehr hergekommen, um zuzuhören. Das vorausgeschickt. Ganz kurz, um da einzuhaken, ich denke, dass unsere Runde das zulässt. Gut, okay. Ich wollte vermeiden, dass hinter einer kommt und sagt, irgendwie, das waren nur unsere Veranstaltungen, dann haben die Politiker sagen, dass ihnen das zu eigen ist, dass sie da alles an sich gerissen und an ihren Sitz haben. Man kann sowas sicher machen. Wobei, zwei Dinge. Ich erinnere mich an die Zeit damals vor der Expo. Also, das war eine ganz andere Zeit, aber da ging es auch immer wieder um Nachnutzung. Da waren schon vor
weit über 10 Jahren, 10, 15 Jahren so etwas natürlich auch schon in den Planungsschubladen und war ja auch Teil der Nachnutzungskonzepte. Wir haben dann damals als Grüne gesagt, naja, das muss man erst mal glauben, aber wie dem auch sei, und hat sich dann eben herausgestellt, dass irgendwo die Nachnutzungskonzepte auf dem Expo-Gelände mit ganz ähnlichen Konzepten eben nicht, letztendlich nicht umsetzbar waren, weil die Nachfrage fehlt. Und da will ich Ihnen nicht glauben, dass Sie, da will ich Ihnen durchaus glauben, dass Sie sagen, wir haben da einzelne Interessenten. Die Frage ist, ob das von der Gesamtanzahl der Arbeitsplätze, wenn wir eben mal aus der Sicht weiter argumentieren, das kompensieren kann, was jetzt geplant ist, und ob man nicht auch nur Verschiebeeffekte hat. So nach dem Motto, dass eben kleine Betriebe, die sagen, irgendwie, die Stadt hat uns auf andere Flächen verwiesen, wir würden eigentlich, naja, denn, wenn man dann kann, lieber auf den Grundrecht gehen. Das schafft ja auch keine neuen Arbeitsplätze für die Region. Die Frage, die ich mir stelle, sage ich ganz klar, wir müssen ja am Donnerstag sozusagen zumindest schon mal eine Entscheidung fällen, das haben Sie ja richtig gesagt. Geben wir ein Votum ab, wo wir das Thema Distributionszentrum zunächst mal mit dieser Entscheidung anhalten und sagen, wir wollen das so nicht, wir geben die B-Planänderung so nicht statt. Oder sagen wir, das ist nach wie vor etwas, was wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen wollen und stimmen dem zu. Wenn, das ist ja auch mehrfach gesagt worden, dass die Sicherheit, dass das Distributionszentrum von diesem Unternehmen nicht kommt, ist, da kommt es nicht 100%. Wir haben auch immer gesagt, danach kann man über ganz andere Dinge nachdenken. Ich tue mich jetzt allerdings schwer. Ich habe jeden Hehl daraus gemacht, dass ich gerade auch, und da hat mir der auf ihrer Veranstaltung der Kollege von Verdi letztendlich auch eigentlich für mich persönlich die letzten Zweifel ausgeräumt, was er gesagt hat, natürlich müssen wir das wollen, auch als Gewerkschaft. Fällt es mir jetzt schwer, zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu sagen, aufgrund eines solchen Konzeptes, was man sicherlich, wie gesagt, so ins Auge fassen kann, von dem ich aber nicht sehe, dass sie mit der gleichen Sicherheit die gleiche Anzahl von Arbeitsplätzen für die Region Hannover bringen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt anzuhalten. Man muss ja auch sagen, die Entscheidung, die die Bezirksräte und der Rat zum jetzigen Zeitpunkt treffen, ist ja noch kein abschließendes Votum für das Distributionszentrum, so wie es geplant ist. Es macht zunächst mal nur, setzt zunächst mal nur die notwendigen Voraussetzungen, dass es nicht unmöglich ist. Und da muss ich sagen, habe ich nach wie vor ein Problem mit bei den Gedanken, dies am Donnerstag zu tun. Kurze Anmerkung zu dem letzten. Wenn Sie die Pläne einmal geändert haben, die Bebauungspläne, dann wird sicherlich Schwierigkeiten sein, diese wieder zurückzudrehen. Und diese Konstellation, die ich euch vorhin gezeigt habe, mit diesen drei verschiedenen Gebietsarten, die gibt es nur in dieser Kombination. Wenn Sie die Bebauungspläne geändert haben, ist das Konzept, was wir gemacht haben, in dieser Richtung nicht mehr möglich. Dann müssen die Bebauungspläne wieder zurückdrehen. Und das halte ich für sehr, sehr kritisch und sehr, 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 sehr aufwendig, ob das überhaupt geht. Genau das. Ja. Dass wir nämlich diesen Teil hier haben, was wir ja schon gesagt haben, mit den unterschiedlichen Farben. So. Dann nochmal die Frage zu den Verschiebungen etc. Also ich weiß zum Beispiel aus dem Bereich des Handwerks. Viele Handwerksbetriebe sind teilweise in Wohngebieten im Moment untergebracht. Die würden gerne erweitern, haben aber keine Chance. Sie brauchen teilweise Präsentationsflächen, wo sie ihre Kunden mitnehmen. Sie brauchen gleichzeitig aber größere Lagerflächen und kleinen Werkstätten für sich. Die hätten zum Beispiel die Möglichkeit, dieses hier zu machen. Und eine Erweiterung der vorhandenen Betriebe würde auch zusätzliche Arbeit wieder schaffen. Und nicht nur die Verschiebung sein, dass irgendwo ein Betrieb, der irgendwo in der Südstadt ansässig ist und da dementsprechend natürlich auch die Probleme hat mit den An- und Abfahrtswegen, hier hingeht und das war's. Nein, sie würden ja erweitern. Und es bedeutet auch, Dr. Linde, dass ja all das, was hier in dieser Kern- und Mischnutzung möglich wäre, komplett mit der Planänderung wegfällt. Dann wäre es nur als reines Gewerbegebiet nutzbar. Ja. Und wenn wir jetzt dieses Konzept in Gänze sehen, ist es auch etwas, was ja zum Beispiel, wenn wir mal die Schlagworte Verkehr, Altlast aufgreifen, in den Sorgen und Nöten der Anlieger erheblich reduziert. Zurzeit grenzt die Wohnbebauung der ökologischen Siedlung hier oben an. Dann haben wir die Schule und das ist geplant zur Wohnbebauung. Und auch wenn jetzt in dem diese rote Umrandung ist das, was mit der Planänderung verbunden sein soll,
jetzt zum Beispiel die Altlast rausgeschoben worden ist aus der Planänderung. Es ändert ja nichts daran, dass sie weiter vorhanden ist. Und diese Planstruktur verteilt den Verkehr anders, hat eine andere Feinstaubbelastung, hat durch Gründächer und Versickerungssysteme kleinflächig im Gelände weniger Auswirkungen auf den Altlastenkörper, sodass es auch Ängste der Menschen um Sicherheit ihrer Kinder auf Schulwegen gegen Feinstaubbelastungen vor Schadstoffverzug aus der Siedlung schon und gleichzeitig aber auch die Erweiterung der Siedlung Grunsberg. Wir haben vor kurzem in der HAZ gelesen, dass Wohnraum knapp wird, auch im hannoverschen Stadtgebiet, und damit ist die Erweiterung naheliegender, als wenn ich diese Fläche komplett nur gewerblich nutzen kann. Und zu den Arbeitsplätzen eine Anmerkung. Gerd Bellhäuser hat Bezug genommen auf einen Gewerbepark, der besteht. Das ist keine leere Floskel. Dieser Gewerbepark besteht im Norden Deutschlands auf 110.000 Quadratmeter Fläche. Genau. Es ist eine kurze Anmeldung, das ist durch Zufall genau die Hallengröße, über die wir hier in Hannover reden, von Amazon. Da ist dieser komplette Park drin. Das ist die doppelte Fläche. Und der Park dieser Größenordnung, was hast du vorhin gesagt, also Gerd, wie viele Arbeitsplätze? Es sind über 100 Firmen ansässig. Es gibt keine genaue Anzahl der Arbeitsplätze, aber machen wir es andersrum. Das sind Firmen, die zwischen einer Person und 380 Personen haben. Können Sie sagen, wann dieser Park angelegt oder gegründet wird? Der Park ist jetzt angelegt vor 8 oder 9 Jahren. Also er ist schon länger in Betrieb, ist jetzt praktisch, er ist auch so Stück für Stück entstanden und ist jetzt in der Endkonstellation, so wie er hier drauf ist. Und zwischen 1200 und 1600 Arbeitsplätzen, ja, ungefähr, ist ja, anhand der Firmenanzahl und Mitarbeitergröße. Ganz kurz noch, ich möchte nur erwidern auf Dr. Linde, die Geschichte mit der Nachnutzung. Also gerade wenn man auf diesen Expo Park Ost guckt, das ist eben eine große Schwierigkeit, den zu füllen, das sehen wir ja alle. Aber ich erinnere an die Sitzung vom Bezirksrat Dürrenwöfel, ich meine Ende letzten Jahres, da war von Expo Grund, ich meine, er heißt Richter, Dr. Richter. Nein. Der hat ja da sehr...